Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Wir haben hier beim letzten Mal diesen Dunkelritter, Kavallerie, Meister, wie auch immer, zu Fall gebracht, wollten eigentlich hier weiter. Wir sind beim Wall von Schloss Morne und werden jetzt schauen, was es hier weiter zu entdecken gibt. Wir sind auch noch eine Stufe beim letzten Mal aufgestiegen und uns fehlen nur noch, glaube ich, 2 Stufen, bis wir die coole Waffe endlich benutzen können. So, wie immer taste ich mich vorsichtig entlang, weil ich nichts und niemanden vertraue. Und irgendwie, keine Ahnung, bin ich zu traumatisiert von so vielen Momenten, wo ich tierisch erschreckt wurde. Und ich meine, dann kann man sich ja auch mal schön hier die Karte angucken. Ich meine, wow, Stein. Ja, und das sieht halt, das da sieht ein bisschen besonderer aus. Vielleicht ist da sogar was. Vielleicht kommt man da sogar rein oder so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es super viel zu entdecken gibt und ich mindestens schon fast alles übersehen habe. So springen wir. Wie, ich komme nicht hochgesprungen? Ich habe einen Knall gehört und das macht mich gerade überhaupt nicht glücklich. Ja, okay, da wird geschossen. Musik ist auch eine andere. Ich habe schon das Gefühl, dass auf mich geschossen wird. Jetzt habe ich nicht nur das Gefühl. Jo, wenn mich das trifft, bin ich tot. Okay. I understand. Was zur Hölle bist du? Oh, du bist ja nur noch Half-Life. Was ist denn mit dir passiert? War er denn nur noch Half-Life? Großfeier. Also, okay, wir können da rein, aber ich würde mich noch ein klein wenig umschauen. Das ging jetzt alles sehr viel schneller, als ich dachte. Goldene Rune, oh ja. Hä? Was ist das denn für ein Folgenstart? Na, ich weiß nicht, ob ich es untersuchen möchte. Die Belagerung von Schloss Morne. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Fürs Godfrey ist sein Verderben. Okay, warum auch immer ich jetzt Runen bekommen habe, die irgendwie komisch zu mir geflogen kamen. Hier ist doch noch nicht Godfrey, oder? Der ist doch nicht auf Schloss Morne. Also, sorry. Nein, nee, ganz kurz. Hier ist Margit. Und hier ist ein Schloss. Es wird doch nicht dasselbe Schloss sein. Sturmfußgatter kommt im Sturmtor. Bitte am Sturmhügel, verzweifelte Jungfer. Ich weiß gar nicht mehr, was die von uns wollte. Ich gehe doch jetzt noch nicht zu Godfrey.
Das weigere ich mich zu glauben. Da ist ein Ort der Gnade, was mich jetzt auch eher weniger glücklich stimmt. Das bedeutet immer Stress. Ja, gut, direkt am Ort der Gnade wird er wohl nicht sein. Na gut, der Kollege hier ist wahrscheinlich tot. Ja, okay. Alle hier wahrscheinlich tot. Naja, okay. Ich berühre mal erst den Ort der Gnade und gehe dann hier reingucken, okay? Oh, ich weiß noch nicht, ob ich hier rein will. Warum sollten die hier einen Raum haben, in den ich rein kann? Der Raum ist doch hier nicht ohne Grund. Ich schlag mal einfach hier ein bisschen gegen ein paar Wände. Ich kann nicht glauben, dass das hier einfach so ein Raum ist, den man sich angucken kann. Scheinbar ist dies doch ein Raum, den man sich einfach nur angucken kann. Ah, vielleicht bin ich zu misstrauisch. Ja, und der führt uns hier weiter rein. Ah, das gefällt mir gar nicht. Wollen wir uns nicht doch nochmal an Margit versuchen? Was ist das überhaupt für ein Burgeingang? Och, nö. Nee, ich will eigentlich gar nicht. Ach, wieso? Ich habe heute nicht genug Mut. Okay, scheinbar kann man hier Geisterasche zu Hilfe nehmen. Ich würde aufs Pferd gehen. Ich observiere einmal ganz kurz. Es sind viele Gegner, das wollen wir nicht auf dem Pferd machen. Uiuiuiui. Gut, dass Irina nicht mehr hier ist. Okay, wir gehen auf dem Pferd. Oh, nein. Nein. Nicht auf dem Pferd. Die Wölfe sind stärker als vorher. Ich kann wirklich nicht auf dem Pferd. Ah! Ich weiß doch jetzt gerade nicht mehr, wie man nicht auf dem Pferd kämpft. Das lief vorzüglich. Eieieiei. Da ist der Huf. Leute, da werden wir noch häufiger sterben. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Ach so, ja, ist natürlich jetzt da oben. Müssen wir einmal kurz runterholen. Oh je. Ah, da.
Oh, gegen so viele Gegner und dann nicht auf dem Pferd. Ah, weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Bin ich ehrlich, da weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Lasst euch nicht stören. Ich würde gerne mal gehen. Ja, da werde ich ein bisschen brauchen. Auf dem Pferd wäre das, glaube ich, viel, viel schneller lösbar. Boah. Das ist, das sind so viele. Oje, da weiß ich noch nicht, wie ich das so schnell löse. Wichtig ist natürlich auch wieder, dass ich die Runen einsammle. So viele Runen will man einfach nicht verschwenden. Uff. So, und dann. Momentan. Wir gehen zuerst hier auf die vielen. Nachdem wir natürlich unsere Runen eingesammelt haben. Das reinste Chaos. Wie gehe ich das an? Wie gehe ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das angehen soll. Bei dem Boss habe ich ein bisschen mehr Ahnung immer, wie ich mich daran tasten soll. Aber das sind so viele auf einmal. Ich habe keine Ahnung. Naja, im Notfall immer schön die Runen einsammeln und uns irgendwie hochfarmen. I guess. Ich weiß nicht, ob die Wölfe als Geisterasche die richtige Wahl auch sind. Fällt mir was ein. Hat nicht genug gesprungene Töpfe. Oh, das ist ärgerlich.
Okay, versuchen wir es mal so. Okay. Okay. Die Ausdünnungsstrategie funktioniert. Ein paar sind noch. Da fliegt vor allem was. Ach, da ist noch... Verzeihung. Okay. Warum war der so schwer? Schwelender Schmetterling. Feuerfett. Na, als würde mir das Spiel mitteilen wollen, dass ich hier vielleicht ein bisschen Feuerfett einsetzen möchte. Oh, um Gottes Willen, was tun wir uns hier an? Ich höre hier was drin. Claymore, okay. Dass es eine gute Belohnung ist, weiß ich nicht. Ich habe halt keine Tränke mehr, Namen.
Und das sind zwei. Lassen wir mal erstmal so stehen. Weil ich habe halt, wie gesagt, keine Tränke mehr. Interessant, dass mir das keine Trankauffüllung gegeben hat hier. Das wundert mich ehrlich gesagt. Oh, ich bin hier gerade noch ein bisschen überfragt. Na, jetzt habe ich auch nicht die Trankauffüllung bekommen. Pferd kann ich immer noch nicht nutzen. Oh, ist ein Gegner. Ach Mist, natürlich, wenn ich keine Tränke mehr habe. Gott! You caught me by surprise! Krieg ich jetzt endlich eine Trankauffüllung? Auch nicht. Was wollt ihr denn noch? Okay, es gibt verschiedene Wege, wo wir lang können. Einmal da unten, wo ich gerade schon geguckt hatte, wo ich mich aber nicht getraut habe, weil ich keine Tränke habe. Die Frage ist, ist hier jetzt ein Ort der Gnade oder werde ich jetzt hier sterben und meine Runen verlieren? Weil das habe ich mir nicht vor. Ich vermute nämlich, dass sie nicht ein Ort der Gnade ist, weil warum sollte? Nee. Ja, wir brauchen hier mehr Tränke. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Die Gegner kommen dann auch alle wieder. Eieieiei. Ich kann gucken, ob ich dann jetzt diesmal an den vorbeikomme. Einfach so. Gott, was ist hier denn passiert? Oh, Irina, du wirst dich nicht freuen, das zu hören. Aber ohne Tränke komme ich nie weit. Oh, Gottes Willen! Die Bediensteten haben sich aufbegehrt. Mhm. Ich sehe es. Ich guck mal, ob wir uns nicht den allen nochmal stellen müssen. Weil. Ja. Wir haben halt auch schon wieder recht viele Ruhen, deswegen eher ungern. Jetzt habe ich auch nicht mehr die Wurfwaffen, jetzt muss ich mich aufpassen.
Probiere ich trotzdem einmal sicherheitshalber die Wölfe. Wahrscheinlich schon, ne? Lassen wir da mal einfach da feiern. Müssen wir uns halt noch um den Kollegen kümmern. Und dann können wir da jetzt noch nicht lang. Dafür müssen wir die dann irgendwann wieder besiegen. Aber dafür würde ich dann einfach noch mal eine Stufe aufsteigen oder so. Stein. Ah! Der erschreckt mich jedes Mal wieder aufs Neue, ne? Oh, meine Herren. Ja, Mann, besiege ich die jetzt hier trotzdem? Nein. Ein andermal, ein andermal, ein andermal. Dann werden zwar die Wölfe wieder verschwinden, ne? Und dann sind sie ein bisschen unnütz gerufen, aber dann ist das jetzt so. Ja, tschüss Wölfe. Oh Gott. Oh Gott, was ist hier los? Ach, kommt sofort angerannt. Ich muss ja sagen, Runen gibt es ja viele. Natürlich kann ich keine Wurfwaffe jetzt herstellen. Ach, ist das ärgerlich. Hätte ich gerne noch eine Wurfwaffe gehabt, um den da rauszulocken. Bisschen auf unehrenhaft kämpfen. Na, natürlich, sofort gesehen. Oh, Mist! So, jetzt muss ich noch wegen euch hier gucken. Okay. Gott, ich will hier nicht sein. Jetzt runter. Dann da entlang. Da sehe ich was leuchten und auch einen Gegner. Ich schau mal kurz hier. Das hier scheint mir eine Sackgasse zu sein. Oder ich kann hier runterspringen und hier ist ein Ort der Gnade. Das gefällt mir wiederum schon. Bisschen sneaky, aber okay. Oder der führt mich in die Irre. Weil, wie komme ich jetzt wieder hoch? Nein, jetzt sagt nicht, der führt mich in die Irre.
Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Okay, hier ist keine Leiter. Okay, ja, hier ist ein anderer Weg. Nicht der, den ich jetzt entlang gegangen wäre. Ich wäre lieber da oberhalb lang gegangen weiter, aber okay. Oh, nein, Mist, ich bin so dumm. Oh, die nehmen ja gar keinen Schaden. Euer Problem? Wovor habt ihr Angst? Also es ist immer ein Wahnsinn, ne, wenn die Gegner am Boden kauern und Angst haben. Ja, ich würde mal ganz kurz hier reingehen. Wovor habt ihr Angst? Angelegter Schildkrötenhals. Ew. Vielleicht vor diesen Mülltropf-Dingern, denen ich irgendwie keinen Schaden mache. Aua. Ja, einmal ausweichen reicht auch. So. Und ganze 17 Runen gibt der, also es lohnt sich wirklich nicht, die Dinger niederzukloppen. Scheiße, hat mich bemerkt. Okay, das war knapper, als es mir lieb ist. Und schwupps haben wir auch schon wieder keine Tränke mehr. Also ich komme hier wirklich nur kläglich voran. Oh Gott! Also Schloss Morne, ja. Ist härter, als es mir lieb ist. Ja, hier wird jetzt auch kein Ort der Gnade auf mich warten. Aber eine Truhe. Doppelklingentalisman. Ja, so, ich muss einmal ganz kurz, ja, halbe Stunde Aufnahmezeit. Das ist, ganz wunderbar, ganz wunderbar. Das Problem ist, dieser Ort der Gnade hat mich ein bisschen in die Irre geführt, sag ich mal. Ich weiß noch nicht so recht, wie wir hier wieder weiterkommen. Ich kann mich jetzt hier in den Tod wagen. Okay. Befleckte goldene Sonnenblume. Gibt mir das nicht Tränke? Ja, wir haben wieder drei Tränke. Oh, das ist wunderbar. So. Okay. Frage ist halt jetzt wirklich nur, wie ich hier weiterkomme. Oh. Oh, da geht's zu einem Boss. Seht ihr das? Diese Nebelwand? Ich habe das
ein bisschen so das Gefühl, als hätte ich eine Abkürzung genommen. Ja, da würde ich eigentlich auch nochmal ganz gerne rein. So, wir gehen aber erstmal hier entlang. Ich sehe jetzt hier aber auch keinen Ort der Gnade, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, ich muss die Folge beenden. Wir müssen auf diesem Balken landen. Okay. Schmiedestein. Wir müssen auf dem nächsten Balken landen. Kann ich mich hier eigentlich teleportieren? Ja. Okay, schön. Zur Not, wenn es mir nicht mehr gefällt. Sind Ratten. Oh, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Ratten, aber nun gut. Das ist nicht wahr. Oh Gott, ich bin hier gestorben. Ja, ich sagte noch, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Ratten. Ich will jetzt eigentlich meine Runen noch schnell zurückholen. Mist. So, hier runter, da runter. Also was auch immer das da für ein Boss ist, zu dem gehen wir natürlich noch nicht. Erst meine Runen, dann das Vergnügen. Ach, da hinten bin ich heruntergesprungen, ne? Ach Mist, das heißt, ich muss mich hier auf jeden Fall wieder entlang kämpfen. Gegen den Kollegen da hinten will ich gerade eigentlich nicht ran. Das ist das Schöne, wir können ihn gerade auch getrost ignorieren. So, ganz den Weg, wie wir es vorher gemacht haben. Fläschchen haben wir. Die vielen Runen, die lassen wir da jetzt nicht liegen. Ich weiß nicht, ob man hier auch anders runterkommt, aber wir machen das jetzt so. Na toll. Na toll, also Runen sind eingesammelt und auch direkt wieder verloren. Da den Balken nicht zu erwischen, ist, glaube ich, nicht so cool. Okay, aber ich muss jetzt wirklich mal sagen, wir müssen die Folge beenden. Okay, die Runen retten wir uns beim nächsten Mal. Und damit tschüss!